dabei sind. Das Herzblatt, danke sehr, man versteht ja sein eigenes Wort nicht, ist ja wie bei uns zu Hause. Dass Herzblatt eine witzige, spannende und unterhaltsame Show ist, das wissen wir, das freut uns auch sehr, das beweisen auch die vielen Zuschauer jede Woche und das beweisen auch die zahlreichen Zuschauerbriefe. Aber wie aufregend Herzblatt wirklich sein kann, das beweist dieser Brief, den habe ich Ihnen extra mitgebracht. Er stammt von Sandra Kriebel aus Schwetzingen und sie schreibt uns Folgendes. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sehen Ihre Sendung jede Woche und sind auch immer sehr begeistert. Das freut uns, liebe Sandra. Nun muss ich Ihnen aber mitteilen, was während Ihrer Sendung passiert ist. Mein Vater hat sich so sehr darüber gefreut, dass er die gewählten Kandidaten richtig geraten hat, dass er sich, als er mit der Hand auf den Oberschenkel schlug, vor Begeisterung den Mittelhandknochen seiner rechten Hand gebrochen hat. Also das, finde ich, ist einen Applaus wert. Solche Zuschauer brauchen wir. Lieber Herr Kriebel, damit Sie in Zukunft weiter ganz beruhigt Herzblatt gucken können, schenken wir Ihnen dieses Kissen zum Draufhauen und Wohlfühlen. Und ich sage, auf geht's in die erste Runde. Wenn Sie sich bitte vorstellen. Ich heiße Janine, komme aus Herford und mache im Moment eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich mache sehr viel Sport, Aerobic und spiele Badminton. Und ich trinke gern Tee und spiele gern Billard. Sie haben eben gesagt, Sie trinken gerne Tee. Ja. Alleine? Ja, schon alleine. Ich brauche immer so jeden Tag so meine ein, zwei Stunden für mich alleine, wo ich mich dann so in mein Bett verziehe, schön Kerze anmache, Tee trinke, ganz gemütlich. Wie sieht Ihr Traummann aus? Also eine ganz konkrete Vorstellung habe ich da nicht. Der muss einfach Ausstrahlung haben, es muss ein richtiger Typ sein. Wenn ich den sehe, muss ich den toll finden. Er sollte nur nicht gerade einen Vollbart haben. Dankeschön. Wenn Sie sich bitte vorstellen. Ja, ich bin die Jeanette aus Stralsund und bin Polizistin vom Beruf. Polizistin? Ja. In welchem Bereich? Als normale Streifenbeamtin im Schichtdienst, ne? Haben Sie auch schon mal eine Verfolgungsjagd gemacht? Ja, es bringt auch ein bisschen Spaß, wenn man so ein bisschen mit 120 in die Stadt fahren kann, ein bisschen blau. Ich sehe schon, Sie sind das völlig aus Berufung, ist also Ihr Traumberuf, absolut. Hm. Sind Sie eigentlich bewaffnet? Volles Sortiment, Handschellen, Gummiknüppel, Pistole. Können Sie schießen? Hängt vom Wetter ab. Also wenn das Wetter nicht so gut ist, dann schießen geht Sie das auch schon mal daneben. Ja, nee, ist klar. Wie sieht Ihr Traummann aus? Habe ich keine Vorstellung. Ich muss ihn einfach sehen. Er muss mir gefallen, aber er darf keinen Vollbart haben, weil da könnten auch die Essensreste vom letzten Morgen da drin sein. Dankeschön. Können Sie sich bitte vorstellen? Mein Name ist Diana. Ich komme aus Tübingen und bin Inspektoranwärterin des gehobenen Verwaltungsdienstes. Was machen Sie da genau? Während meiner Ausbildung bin ich in verschiedenen Bereichen tätig. Doch ansonsten durchwühle ich Akten, kämpfe mich durch den Paragraphendschungel und lege die Gesetze entsprechend aus. Doch jede weitere Auskunft fällt unter Paragraph 5 Absatz 3 Satz 2 des Datenschutzgesetzes. Dann will ich nicht weiter in Sie dringen. Wie sollte der Traummann aussehen? Südländer-Typ wäre nicht schlecht und auch wichtig, keinen Bart haben. Also Mädels, ich weiß gar nicht, was ihr gegen Vollbart habt. Mein Mann hat seit 14 Jahren einen Vollbart. Ich habe den noch nie nackt gesehen. Gut, vielen Dank. Bitte um die Wand. Hier kommt Martin aus Erfurt. Plötzlich treffe ich dich, eine Urwald-Amazone und ein Tiroler. Kandidatin 2, wie endet diese Geschichte? In meinem Suppentopf. Denn ich als Kannibalin stehe total auf eine deftige Brühe vom Tiroler Speck. Und was wird aus unserer Urwahlbekanntschaft, Kandidatin 3? Ich hänge mich so lange an deine Tiroler Liane, bis du den Tatzartenschrei jodelst. Und Kandidatin 1, welches neue Kapitel schreiben wir für das Tiroler Dschungelbuch? Unser Kapitel heißt Mowgli 2. Du bist K, die Tiroler Schlange, und suchst unter meinem Feigenblatt Balu den Bär.
Ich spiele das Flügelhorn in der Musikkapelle und einen römischen Soldaten, den Erler Passion spielen. Kandidatin 3, womit spielst du am liebsten? Ich spiele am liebsten Skat. Dabei reize ich dich so lange, bis du kein Konto mehr gibst und dein Herzbube sticht. Wann kommt dein Spielbetrieb so richtig zur Geltung, Kandidatin 1? Also, ich kenne da auch ein Spiel mit viel Passion. Du machst mir so lange den römischen Soldaten, bis aus deinem Flügelhorn kein Pieps mehr kommt. Und welche Spielernatur steckt in dir, Kandidatin 2? Rein beruflich gesehen spiele ich am liebsten Räuber und Gendarm. Und wenn du Widerstand gegen die Staatsgewalt leistest, dann hole ich den Knüppel raus. Unsere Susi wird das jetzt nochmal zusammenfassen. So, lieber Martin, wer soll nun dein Herzblatt sein? Kandidatin 1, der Bär Balu, dem du mit deinem Flügelhorn den römischen Soldaten machen darfst? Oder Kandidatin 2, die Kannibalin, bei der du den Schwanz einziehst, wenn sie mit dir im Suppentopf Räuber und Gendarm spielt? Oder Kandidatin 3, bei der du nach dem Skatspielen auch noch Sack hüpfen musst, bis du jodelst? So, Martin, jetzt musst du dich entscheiden. Ich wähle Kandidatin 1. Tschüss, Janett. Diana aus Tübingen. Hallo. Tschüss, tschüss. So, jetzt nehmen Sie mal den Bart zur Seite, damit der nicht verbrennt hier an der Wand. Nein, 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 das darf nur ich. Hier ist Ihr Herzblatt. Das sind Plateauabsätze, also das gibt sich noch. Das gibt sich noch. Das ist Janine aus Herford. Ich kann ja auf Zehenspitzen gehen. Ja, je nachdem, was ihr macht. Ihr zieht nämlich jetzt macht eine Reise mit dem Herzblatthubschrauber und wer zieht? Ich würde sagen, die Dame. Ne, würde ich auch sagen. Ja. Einmal nicht die Mitte. Aha. Ihr fliegt mit dem Herzblatthubschrauber nach Argenbühl im Allgäu. Euer Tag beginnt mit einem Cocktail an einer typischen Allgäuer Frischluftbar. Nach einem erquickenden Bad im Moorweiher geht's zum Heuen und Topfstechen. Gießt eure Zuneigung in Gold und wenn ihr wollt, könnt ihr sogar Verlobungsringe schmieden. Dann wünsche ich viel Spaß. Bitte sehr. Letzte Woche trafen einander Nadine und Thomas und sie waren zusammen in Rot. Wie es wirklich war, das werden wir gleich erfahren, denn nach ihrer Rückkehr haben wir sie getrennt voneinander befragt. Und als wir da ankamen, hieß es Triathlon. Thomas und ich waren gar nicht begeistert. Triathlon fand ich super interessant, insbesondere die Neoprenanzüge. Da kommt man sich absolut vor wie nackt. Aber es ist schon ein ganz angenehmes Gefühl, so flutschig gewesen, so schön weich. Und dann sind wir zur Insel geschwommen. Und dann sind wir erst mal 10 Minuten verschwunden und hatten unsere Ruhe. An so einer Stelle? Da ist es bei mir auch noch nicht geschehen. Das hat ihm, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht und mir hat es Spaß gemacht. Wir haben uns ein paar Bussel auf die Backe gegeben, aber wir haben uns da nicht konkret geküsst. Also was müsst ihr mir jetzt nochmal erklären, diese Neoprenanzüge? Die waren also sehr angenehm auf der Haut und die haben sich flutschig angefühlt? Nee, nicht angenehm, unangenehm waren sie. Dir waren sie unangenehm, aber er schwärmt doch total von diesen Neoprenanzügen. Nee. Also, ich fand es schon ganz angenehm. Vor allen Dingen so, war im Prinzip so ein Vollkörperkondom.
Ein Vollkörperkondom. Ah, so, verstehe. War also sehr angenehm. Doch. Aber wieso brauchtet ihr ein Vollkörperkondom, wenn ihr euch doch nur auf die Backe geküsst habt? Es gibt ja auch andere Übertragungsstellen. Also habt ihr euch denn nun richtig geküsst oder nicht? Wir wollten ja noch nicht alles erzählen. Nee, ist klar. Müsst ihr auch gar nicht, ist eure private Sache. Seht ihr euch wieder? Ja, definitiv. Habt ihr euer Vollkörperkondom demnächst immer im Koffer? Ja. Richtig. Alles klar. Mehr wollte ich ja gar nicht wissen, ich bitte euch. Hier sind eure Memories, eure Herzblatt-Memories. Oh, viel, viel Spaß damit. Super. Und danke, dass ihr da wart. Ja, danke. Und ich sag, auf geht's. Nette aus Eschborn. Ist das eine Dauerwelle? Nein. Nein. Annette, was machen Sie beruflich? Ich bin Grafikdesignerin in einer Werbeagentur in Frankfurt. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ja, jetzt in letzter Zeit, da war ich mal Fallschirmspringen. Das war eigentlich ziemlich aufregend, obwohl es beinahe mehr ein Schockerlebnis war. Was ist denn jetzt der spannendste Moment? Der Moment, wo man rausspringt oder der Moment, wo man in der Luft ist und der Schirm geht nicht auf? Oder der Moment, wo man landet? Oder? Nee, ich denke, das ist der freie Fall auf jeden Fall. Wie lange dauert das? 30 Sekunden freier Fall. Und das ist schon ein ziemlich irres Gefühl. Da war aber ein Tandemsprung. Ein Tandemsprung, ja. Und da betet man dann nur darum, dass der andere in der richtigen Zeit die Leine zieht. Dass er Leine zieht. Wie soll er nicht Leine ziehen? Gottes Willen. Was ist eigentlich aufregender, so ein Fallschirmsprung, wenn der Tandem-Mensch Leine zieht oder hier auf dem Stuhl zu sitzen und Herzblattkandidat zu sein? Also sicher beides aufregend, aber so viel kann ich sagen, das Schockerlebnis, das habe ich hier noch nicht gehabt. Das kann ich erst beurteilen, wenn die Wand aufgegangen ist. Alles klar. Danke. Bitte um die Fragen. Stell dir vor, ich lerne zufällig deine Ex-Freundin kennen. Kandidat Nummer 1, was wird sie mir wohl über dich erzählen? Meine Ex-Freundin, die hieß, glaube ich, Verona. Und die kann ja wohl nur gesagt haben, hallo und herzlich willkommen bei Piep. Und welches Lippenbekenntnis wird mir deine Ex-Freundin offenbaren, Kandidat Nummer 2? Du, ich komme aus Oberschwabe und ich habe noch nie eine Freundin gehabt. Und jetzt ist so, deswegen bin ich ja bei Herzblatt. Ich will endlich mal eine Freundin. Sehr gut. Und wie glaubst du, sieht die Vergangenheitsbewältigung deiner Ex-Freundin aus, Kandidat Nummer 3? Meine Ex-Freundin? Ich wusste gar nicht, dass du in solchen Kreisen verkehrst. Aber jetzt weißt du wenigstens, woher die Striemen auf meinem Rücken kommen. Ich komme dich spontan besuchen. Kandidat Nummer 2, in welcher Situation möchtest du auf keinen Fall von mir überrascht werden? Du, wenn die Linsen und Spätzle kocht haben und stinkt wie eine Sau. Und wann käme ich dir wohl bei dir ungelegen, Kandidat Nummer 3? Bei mir kommst du eigentlich nie ungelegen. Und wenn ich mal wirklich keine Zeit für dich habe, in meiner Küche gibt es immer was zu tun für dich. Und Kandidat Nummer 1, in welchem Fall bringe ich dich mit einem Überraschungsbesuch in Schwulitäten? Du, so richtig peinlich wäre es mir, wenn ich mir gerade, während du vorbeikommst, mit der elektrischen Gartenschere mein Rückenhaar stutze. Okay, ich hasse durchgelegene Matratzen, muffige Bettwäsche und sogenannte Besucherritzen. Stell dir vor, ich übernachte bei dir. Kandidat Nummer 3, wie würdest du mich betten? Also, ich liebe es total romantisch, auf meinem Fakirbett. Und wenn wir es uns dann richtig schön gemütlich gemacht haben und wir uns aneinander kuscheln, dann singe ich ein Lied für dich. I wanna knock you like a hammer on my bed of nails. Und welche Unterlage bietest du mir für meine nächtlichen Träume, Kandidat Nummer 1? Mein vorgeheiztes Wasserbett. Und dann geht's los. Ich zieh dich ganz langsam aus, lege dich sanft auf die Matratze,
lösche das Licht und dann zeige ich dir unter der Decke, wie hell meine Digitaluhr leuchtet. Und Kandidat Nummer 2, auf welche Schlafgelegenheit darf ich mich bei dir freuen? Alles kein Problem. Ich habe ein super bequemes Bett, immer saubere Bettwäsche und die Besucherritze braucht die Altstörer. Da platziere ich die beim Sex. Unsere Susi wird das jetzt nochmal auf Hochdeutsch zusammenfassen. So, liebe Annette, wer soll nun dein Herzblatt sein? Kandidat 1, der Ex-Freund von Verona Feldbusch, der dir unter der Bettdecke seine Rückenbehaarung zeigt? Oder Kandidat 2, der stinkende Linsen- und Spätzle-Eintopf aus Schwaben, bei dem du in der Besucherritze Platz nehmen darfst? Oder Kandidat 3, das rostige Fahrkehrbett mit Striemen, bei dem du nie ungelegen zur Küchenarbeit kommst? So, Annette, jetzt musst du dich entscheiden. Ich nehme Kandidat Nummer 1. Dann bitte ich Norman aus Reutlingen zu uns. Hallo. Da haben Sie was verpasst, ja. Norman, alles gut. Ja, alles klar. Also, ciao, gell? Nils aus Herford. Okay. Tschüss, Nils. Ja, tschüssi. So, jetzt wird es ganz, ganz spannend. Der absolute Höhepunkt des Abends. Da wird sich der Briefeschreiber wieder den Oberschenkel klopfen. Hier ist Ihr Herzblatt. Passt mich gerade dazwischen, ja? Bei dem würde ich mir auch gerne mal den Mittelhandknochen brechen. Das ist Marc aus Heidelberg. Ihr macht eine Reise mit dem Herzblatt-Hubschrauber. Wer zieht? Okay. Ihr fliegt mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach Gnadenwald in Tirol. Ihr steigt zur Walderalm auf und jodelt mit den Kühen um die Wette. Bevor ihr mit dem Paraglider ins Tal schwebt, macht ihr einen Abstecher in den Erdbebenstollen. Nehmt euch vor den Seismographen in Acht. Sie verraten auch erotische Schwingungen. Dann wünsche ich euch sehr viel Spaß. Macht gut. Das war's wieder mal von Herzblatt. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Und ich sage Tschüss und Servus.